Hallo unsere Leute zu einer weiteren Folge Super Mario Odyssey. Und wir sind immer noch, unterwegs im Schlammerland. Und da haben wir noch ein bisschen was zu tun, denn wir müssen das Vögelchen da noch ein bisschen hier dran hindern, den guten Eintopf da kaputt zu machen. Und das werden wir jetzt halt auch tun. Oh, da gibt es eine Variante für Blobby. Ja, für Blobby im Endeffekt. Oh Gott, komme ich da hoch? Ich glaube, ich habe ein bisschen was abgekürzt. Will ich das überhaupt? Sehe ich da noch Liedermünzen? Nein, sehe ich nicht. Wenn, dann weiß ich ja, wo ich suchen muss. Da sehe ich Liedermünzen, okay. Das war voll gut. Jetzt so, dass ich einfach drauf falle. Muss ich nicht mit Blobby nochmal hier die komplette Action machen? Perfekt. Ha, Cappy, das sah gut aus. So, jetzt weiter nach oben. Wir sind wirklich gut dabei, glaube ich, mit lila Münzen und sowas. Okay, wir können hier gerne einmal runter. Boah. Ich gehe trotzdem einmal runter. Boah, hier war ja nicht viel, ne? Mein Herz. Was bringt, glaube ich, auch nichts Blobby mit. Also, wenn man hier ist, muss man Blobby mitnehmen. Ja, das habe ich verstanden. Puh. No! Ach! So. Dann gehen wir auch da hoch. Senior Blobson. Da hinten ist halt noch was. Da muss ich auf jeden Fall dann auch mal hin. Das könnte mal ein Gebiet sein, wo wir überhaupt mal komplett durchkommen. Wo Sicherheitsblobson kämpfen. Okay, dann weichen wir erstmal einfach nur aus. Ach so. Mega lustiger Kampf. Hier weiter Türchen klein. Magst du wieder brechen? Oh, der Sprung. Der war nice. Mit besten Wünschen vom Chefkoch. Komm, brich noch mal.
Ach du Schande. Ich glaube, ich stehe schlecht. Nö. Alter, dürfte ich... Hätte ich mich da rausblobben müssen als Mario? Aber dann krieg ich doch mega einen auf den Sack. Ich hätte gesagt, ich müsste als Blobsen da oben drauf. Gucken wir mal. Ding, 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 ding. Ich muss hier wieder vorne. Aua. Ah, okay, jetzt hab ich getroffen. Warum gerade nicht? Keine Ahnung. Aber das Federvieh wird eine gute Einlage in unserer Suppe. In unserem Eintopf. Das sieht doch schon mal... Ich dachte, jetzt kommt so ein Hähnchenbeulen da so raus. Das wäre viel lustiger gewesen. So, aber ich sehe hier was. Nämlich einen Multimond. Und den nehmen wir uns. Chef Gork, Konfrontation, ein Multimond für uns. Haben wir uns viele Lämmünzen. Jetzt sag nicht, ich bin wieder am Anfang. Ja, doch, sagst du mir. Das ist ja super. Was willst du? Der Elders finden von Powermonden, vielleicht ein Rätsel da. 50 Münzen, möchtest du einen Hinweis kaufen? Eigentlich noch nicht. Ich kauf trotzdem einfach mal ein. Danke sehr, ich habe die Karte markiert. Okay. Okay, ist erstmal okay. Ich habe auch noch ein anderes Ziel vorerst. Dann wissen wir, wie es noch ein weiterer ist. Und da gehen wir noch kurz hin. Wir haben noch. Also, ich hätte gesagt, wir machen jetzt hier auf jeden Fall die Folge hier noch voll in dem Gebiet. Und wir düsen dann erst weiter Richtung. Warum mache ich das hier eigentlich? Ich kann die Karte ja schon nutzen, um dahin zu. Wobei, warte mal, das ist die Insel, die wir schon kennen. Im Shop den Mond habe ich aber, ne? Das ist die eine schwebende Insel. Puh. Aber wir können auf jeden Fall schon mal uns das Maler-Outfit holen, glaube ich. Ich glaube, nur noch Münzen für die Brust haben wir. Wenn wir nichts mehr finden, ist es so. Ach so, wir müssen noch die... ja, okay, ich weiß, was wir noch transportieren müssen. Moment. Als ob. Wenn das jetzt der Mond war, der markiert war. Wenn du den rüber, wenn du eine rüber findest, wirfst du mal in den Topf. Wenn du Gold rüber, passiert was ganz Tolles. Okay. Ich hab jetzt ernsthaft, die anderen waren ernsthaft nur normale Rüben, die da sind. Goldrüben-Rezept. Eins. Okay. Wir haben noch eine Goldrübe im Endeffekt, ne? Also hier haben wir noch eine normale und noch eine normale. Ich werde die trotzdem mal da reinwerfen. Wahrscheinlich gibt es Münzen. Vielleicht gibt es aber auch. Nein! Okay, es gibt Münzen. Gut. Wir haben noch hinten eine Goldrübe. Das wissen wir. Wir haben den Mond. Oh Gott. Nee, das ist den Mond, habe ich eingesammelt. Nein, habe ich nicht. Doch, habe ich wohl eingesammelt. Ich und Trudel. Nehmen den. Okay. Nochmal da hoch. Lass mal hier wieder. Tschüss.
So. Wie kriege ich die Goldrübe von da hinten? Oh, okay, ich dachte, ich komme auf jetzt rüber. Wie kriege ich die Goldrübe von da hinten? Gut, bin ich eine markiert? Jackpot. Den hatte ich doch. Nur kurz mal da hoch. Ich bin der Meinung. Ich wüsste halt nicht, wo ich sie hinbringen soll. Wie ich sie da hinbringen soll. Okay, wir probieren es trotzdem. Okay, wir nehmen Blobby wohl. Bis nach hier hinten. So. Ja, wo war sie denn? Bin ich blöd? War die hier unten? Ach, die war da in dem... Okay. Warum Chef? Warum Pfannen-Dude? Ich hab grad einen Feuer-Dude nur. Was mache ich jetzt mit dem Käse? Mal ernsthaft. Komme ich denn jetzt bitte schön? Da oben ist noch was drauf. Okay, das können wir machen. Auch wenn ich dachte, ich wäre da schon mal gewesen. So, von hier vorne jetzt einen mitnehmen. Das ist schon hart. Viel lustiger, als ich dachte, ich wäre hier schon mal drauf gewesen. 3 Stück würden uns noch fehlen. Da hinten waren wir drauf. Hm. Waren wir da schon? Da waren wir noch nicht. Da werden die letzten 3 sein. Dann können wir die auch noch... So. So. Foto von Hinweiskunst schießen. Da. Okay, ist auch nur Hinweiskunst. Okay. Das wird's aber. Naja. Nicht das, was ich wollte. Okay, erstmal gehen wir wieder. So. Bestimmt eine neue drunter, oder? Ja. So. Jetzt wird's spannend. Alter Mario, doch nicht mit so einer Frucht so auf dem Kopf. No! Gib sie mir wieder. Lobsen, lass mich vorbei. Nein! No! Hier muss ich auch noch was machen. Komm, Lobsen, 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 komm! Sehe ich gerade, dass das Ding hier noch nicht an ist. Haben wir auch noch ein Mündchen. So. So, dann gehen wir direkt wieder nach da hinten. Mal kurz, ob die Goldrübe nachgewachsen ist. Weil das könnte rein theoretisch. Ja, doch, das wieder. Ja, da wollte ich noch hin. Wie komme ich denn da ran? Erstmal probieren wir die Rübe noch wegzubringen. Es dürfte dann da hinten der letzte Mond sein. Gibt es dann wirklich exakt 2 Reihen? Mann!
Okay. Probieren wir es nochmal. Ich weiß nicht, wann sie nachspawnen. Dürfte wahrscheinlich trotzdem voll im Weg sein, das Vieh. Ach, da ist die Gabel. Boah, ich hab gerade was Blaues schimmern sehen. Ist da... Nein, ich brauch doch den Hammer. Ah, okay. Können wir uns auch generell... Könnte man sich auch einfach merken, gucken, ob man die irgendwann später nochmal die restlichen Monde holt, bevor wir jetzt hier 10 Jahre an 2 Monden rumkrebsen. No. So, ich würde auf jeden Fall hier mal ein bisschen schon mal freiräumen. Das ist, glaube ich, notwendig. Wenn wir das Ding hier vorbeibringen sollen. So. Probieren wir. Controller. Okay, von oben. Okay, ich weiß nicht, ob es jetzt besser oder schlechter ist. Es fühlt sich auf jeden Fall gerade gar nicht mehr so grandios an, wie ich es mir wünschen würde. Nein, darunter. Oh nein, sie verfolgt mich. Tu es nicht. Tu es nicht, Kochprofi. Bruder. Ach, jetzt muss die Kamera wechseln. Jetzt wieder aufsammeln. Danke. Hier rüber. Oh, es reicht. Oh. Geschafft. Nice. So. Goldrübenrezept 3. Oh Gott, es gibt noch eine dritte. Aber die werden wir jetzt nicht suchen. Wir werden das Häschen hier noch fangen. Und dann werden wir zum Schiffchen zurückgehen. Und da werden wir unser nächstes Abenteuer wieder starten. Moment. Das muss ich noch tun. Aus Prinzip. Ich kann euch aber jetzt schon mal Danke sagen fürs Einschalten wieder mal. Und ja, danke fürs dabei sein. Könnt gerne ein Like da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und ja, ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Und ja, bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Ciao, ciao. Tschüss.